Bei Drehtag Nummer 7 haben wir gestartet im Kellerlabyrinth mit unserem Touristenproduktionsführer Joe. Der ist auch an der Stelle gegrüßt. Joe hat einen super Job gemacht, das Kellerlabyrinth für den Dreh zu organisieren und hat da auch mit uns so die besten Spots rausgesucht. Und das Kellerlabyrinth hat gleichzeitig so als Katakomben so ein bisschen gedient und gewirkt. Die ganze Stadt ist unterkellert und wir durften da drin drehen. Das ist spitze gewesen. Und mit Harry hat es irrsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren die ganze Zeit eingepfercht in so einem kleinen Startraum, wo das im Film dann so rüberkommt, als würden wir eigentlich von woanders kommen, als würden wir von dem Treppenabgang, von der Ruine kommen. Wir standen aber immer sehr eng. Wir sind beide jetzt nicht klein und dann mussten wir immer so stehen und haben uns immer unterhalten. Kellerlabyrinth war sowieso cool. Das hat, da haben der Alex und ich enorm viel Quatsch hinten dran gemacht, was Tobi gar nicht mitbekommen hat. Das war gut. Und Kellerlabyrinth, das war auch szenisch, was ich im Nachhinein gesehen habe. Das war cool. Das war einfach tolle Atmo da unten gewesen. Das fand ich sehr spannend von der Location her. Und auch immer die Lichtstimmungen sind für mich natürlich auch ausschlaggebend, wie jemand aussieht. Da muss ich auch ein bisschen gegenarbeiten, eben wenn alles schon so düster ist. Dann sehen natürlich Augenringe vom Alex noch viel fieser aus und dass man da immer so eine gute Mischung erhält, dass es einfach konstant ein Bild gibt. Das Licht ist in den Stein halt extrem schön gefallen. Also man hatte irgendwie so einen warmen, aber trotzdem passend zur Szene eben eher so was Düsteres. Gerade für jemand, der da ein Auge für hat, schön zu sehen, wie schnell doch so eine Szene in so einem Kellerlabyrinth ausgeleuchtet ist. Wir hatten den Dom verloren an dem Tag, dadurch, dass er krankheitsbedingt nicht kommen konnte. Dadurch war ich der einzige Kameramann an dem Set. Es war einfach mega, da unten zu drehen. Hat auch alles super gut geklappt und wir waren da auch ziemlich gut durch und haben dann mittags die Finalszene gedreht vom Film. Und stellen dann fest, dass da eine Hochsicherheitstür in unserem Set ist, die zufällt, wenn es halt Rauchentwicklungen gibt, was wir vorher nicht wussten und was nicht geplant war. Da hatten wir ein paar Probleme mit Rauchmelder, mit Feuerwehr, mit Stadt, das war dann alles ein bisschen gehetzt. Wir haben dann einiges rumtelefoniert, um mit der Stadt und der Feuerwehr das irgendwie abzuklären, weil wir wollten natürlich auch für unsere letzte Szene ganz wichtig, also nicht nur ganz wichtig, sondern ging nicht ohne Nebel. Wir hatten für die komplette Finalszene einfach nur 40 Minuten aus logistischen Gründen. Das ist unsere Schlüsselszene und wir haben ja alles aufgebaut gehabt. Wir haben dann versucht, in der Dreiviertelstunde die Szene in den Kasten zu bekommen. Aber wir mussten halt einfach alles schnell gehen. Das heißt, Tag 7 war so ein bisschen dran schuld, dass wir noch einen Nachdreh hatten. Ja, Nachdreh sind was, das ist eigentlich was ganz Normales. Das passiert in jeder Produktion. Und lieber dreht mal was nach, als irgendwas nicht so gut zu haben, wie man es sich erhofft hat. Und dann war an dem Tag natürlich eins meiner Lieblingsszenen. Da wurde ziemlich viel Glas zerbrochen und es ist ziemlich viel Blut geflossen. In der zweiten Hälfte von Tag 7 waren wir in dem Kellergewölbe, was direkt ans Kellerlabyrinth auch angrenzt. Also das Kellerlabyrinth ist ja so ein Netz aus fast 40 Kilometern unterirdischen Gängen. Und wir hatten da so ein Gewölbe mit Kerzen, mit verschiedenen Ein- und Ausgängen, alles in so einem alten Sandstein. Also die Szene im Keller war natürlich definitiv mein Favorit, das ist ganz klar. Allein schon als ich ans Set kam am ersten Tag und dann, wie gesagt, die Location entdeckt war, stand ich erstmal so einen Moment da und wow, okay, Respekt, das ist wirklich einfach auch toll von der Location und an die ganzen Details, die gedacht wurde. Ja, hat das Team auch wieder sehr gut funktioniert. Wir hatten so ein paar Challenges, also irgendwann ist den Leuten dann aufgefallen, die Kerzen brennen immer weiter ab. Und einfach Sachen, wo man am Anfang gar nicht draufkommt und wo man auch als Schauspieler so total blind ist, weil das ja nichts ist, worauf man achtet. Ich war sehr froh, dass Uwe mit in der Szene war. Uwe war ein sehr guter Backup und war sehr beruhigend, dass er da war. Diese Szene im Kellerlabyrinth, Burgruine, war schon so eine Szene, die leicht
über der anderen war, weil da was passiert ist, weil der Professor auch ein bisschen Aktion haben durfte. Das war alles sehr spannend gemacht. Dann vom Szeneninhalt und für mich, also vom Spiel her, es war einfach super spannend, das zu spielen, weil es war natürlich sozusagen der entscheidende Moment. Als dann irgendwann Jennifer auftauchte, die natürlich die ganze Sache dann nochmal ein bisschen spannender mitmacht. Auch da war wieder diese Stimmung da, als würde es gerade passieren. Das ist unglaublich. Und das hilft dann natürlich auch sehr, dieses ganze Ambiente zu haben, um sich dann darauf einlassen zu können und eben auch an die Szene und die Realität der Szene glauben zu können.